Hi Leute, hier ist iCarb Christian. Als ich gestern einkaufen war, habe ich ein paar neue Sachen entdeckt, von denen ich mal einen Taste-Test machen wollte. Einen Probiertest. Ich weiß mal nicht, wie ich das nennen soll. Ich finde das eigentlich über Taste-Test cool, aber Leute lesen dann Taste in dem Titel und das ist vielleicht nicht so geil. Wenn ihr ein anderes Wort dafür habt, sagt es mir gerne. Und zwar die drei Produkte sind die ist, glaube ich, wirklich neu, die Cashewmilch von Alpro. Dann habe ich einen Kokosjoghurt mit Beeren unten gefunden, genau, mit Heidelbeeren auf Kokosbasis. Und das Tolle ist, dass der hier gar nicht so viel Fett hat. Und veganen Rahmspinat von Iglo mit Alpro drin. Den gibt es, glaube ich, schon länger. Den werde ich jetzt in den Instant Pot tun. Ich mache den da drin und währenddessen probiere ich die anderen beiden Sachen. So, ich fange mit dem Joghurt an. Den habe ich bei Kaufland für, ich glaube, 1,70 Euro gefunden. Und der ist von der Marke The Coconut Collaborative. Steht auch drauf, ohne Milch, glutenfrei, 120 Gramm sind das. Und hat das Vegan-Logo hinten drauf. Das ist ziemlich cool. Mal schauen, die gibt es auch auf Instagram. Und wir sehen, wo die Zutatenlisten sind. Also, Kokoszubereitung bestehend aus Kokosmilch, Kokosnusswasser, Maismehl, Kartoffelstärke, Pektin, Kulturen nicht aus Milch, Heidelbeerkompott bestehend aus Traubensaftkonzentrat, Heidelbeeren, Wasser, Maisstärke, konzentrierter Zitronensaft und natürlichem Aroma. Dieses Produkt enthält von Natur aus Zucker. Es ist aber kein zugefügter Zucker daran, das ist ganz cool. Pro 100 Gramm hat das Ganze 133 Kalorien, 9,6 Gramm Fett und 10 Gramm Kohlenhydrate. Und ich erhoffe mir, dass ich das tatsächlich essen kann, weil ich kenne auch diesen Koyao-Kokosjoghurt. Und der hat einfach so enorm viel Fett. Der besteht fast nur aus Fett und fast nur aus gesättigtem Fett. Gut, von hier den 9,6 Gramm Fett sind auch 8,9 gesättigt. Aber ja, ich kann den halt einfach nicht essen. Oh, hier ist noch so eine tolle Story drauf. Warum mache ich das so? Das ist unpraktisch. Egal. So eine coole Story. Ich mag sowas. Ich finde sowas richtig sympathisch, wenn das so noch cool aufgemacht ist. Hier, Tada-Joghurt-Alternative aus Milch der Kokosnuss. Findet ihr es eigentlich auch verrückt, dass das Kokosmilch heißen darf, wenn man nicht Sojamilch vom Gesetz her? Ich habe das nie begriffen, warum das jetzt irgendwie anders sein soll. Naja, er ist schon, also er ist auch irgendwie genauso fest. Ich könnte den wahrscheinlich stürzen und es passiert nichts. Ist also wegen der gesättigten Fettsäure, kommt halt aus dem Kühlschrank, ne, wird hart. Ist auch echt so cremig und luftig wie dieser, wie hieß dieser eine Joghurt, in dem Gelatine drin war früher. Der hatte auch so ein Nichtwölkchen. Ich glaube von Ehrmann damals oder so. Aber der war auch so richtig, richtig luftig und das sieht bei dem auch so aus. Ist halt von den Heidelbeeren so ein ganz kleines bisschen bläulich, purpur. Weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann. Na, mal probieren. Es schmeckt schon sehr nach Kokos. Aber es schmeckt weniger intensiv als der Koyo. Es schmeckt auch weniger fettig als der Koyo. Also irgendwie kann ich den besser essen, weil da hatte ich nach einem Löffel genug. Ich verrühre den jetzt mal mit dem Heidelbeerzeug. Ich bin ja ein Verrührer. Es gibt Leute, die das nicht machen und das irgendwie nur schichtweise essen. Und ich frage mich, warum. Es ist ein Heidelbeerjoghurt, ich will da Heidelbeeren drin haben. So, aber jetzt ist der sehr, sehr purpur. Also, obwohl da sehr viele Heidelbeeren drin sind und Heidelbeeren ja sehr intensiv schmecken, schmecke ich jetzt von der Heidelbeere nicht so extrem viel raus. Oh, da sind sogar ganze Heidelbeerstückchen drin. Cool. Kann man da so ein bisschen sehen, dass die dann so ein bisschen rausgucken. Das wusste ich nicht. Das ist super. Ändert trotzdem nichts daran, dass ich nicht so viel von der Heidelbeere rausschmecke, obwohl da noch natürliches Aroma dran ist. Vielleicht beim zweiten Mal. Jo. Etwas mehr, aber ich glaube einfach, dass das Fett von der Kokosnuss das alles so ein bisschen übertönt und ich letzten Endes nicht so viel von der Heidelbeere schmecke. Ich glaube, das ist schon ein ganz cooles Dessert, dafür, dass es auch noch ja, relativ gesund ist, also es hat keinen Zuckerzusatz, keine Konservierungsstoffe und das ist eine coole Alternative für die Leute, die gegen Soja allergisch sind, weil es gibt ja von Oatly in Schweden Haferjoghurt, aber den gibt es ja hier aus irgendeinem Grund nicht, weil Oatly uns nicht mag anscheinend. Auf jeden Fall, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, ich finde es halt lecker, ein bisschen weniger Heidelbeere, vielleicht muss man es auch stehen lassen. Ich glaube, ich probiere das ganz am Ende des Taste-Tests nochmal.
Aber ich würde es mir halt nicht auf regelmäßiger Basis holen, weil das enorm teuer ist. Wobei halt gerade alles enorm teuer ist. Gerade kostet auch Zucchini irgendwie 8 € das Kilo bei Rewe. Kein Scherz, 7,99 €. So, kommen wir zur tatsächlich neuen Cashew-Milch von Alpro. Alpro geht ja jetzt nun schon seit längerer Zeit davon weg, dass sie nur Sojamilch machen. Also sie haben ja jetzt auch Reismilch und Hafermilch und Mandelmilch, die super eklig ist. Und jetzt haben sie eine Cashewmilch. Und Cashewmilch ist ja eigentlich sehr, sehr einfach herzustellen. Einfach Cashews mit Wasser in den Mixer schmeißen und fertig. Aber wenn man aus irgendeinem Grund keinen Zugang zu einem Mixer hat und mal was anderes ausprobieren möchte, ist das bestimmt cool. Betonung liegt auf Ausprobieren. 2,70 € pro Liter. Leute, das ist teurer als Benzin. Das ist fast doppelt so teuer wie Benzin. Das ist, ja, nur weil da wie viel Cashews drin sind? 3,1%. Das heißt, eigentlich zahlt man auch noch für 96% Wasser. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Alpro. Jedenfalls, wenn Zutaten herrscht, da halt ganz viel Wasser drin, dann Cashewkerne 3,1%, Zucker, Tricalciumphosphat, Meersalz, Stabilisatoren, Johannisbrotkernmehl und Gelan-Emulgator, Sonnenblumenlizitin, Vitamine B2, B12, E und D2. Also gegen die Vitaminzugaben habe ich noch nicht mal so viel, aber es ist halt, na, typisch Alpro, es sind tausend Sachen drin. Ich habe davon aber noch keine ProBamell-Version gefunden, also die Bio-Version. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Also, meine Nase ist zwar ein bisschen verstopft, aber eigentlich rieche ich gut. Ich rieche gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich schüttel das mal, da kann sich ja unten was absetzen. Außerdem ist da dieses Bitte-Schütteln-Symbol drauf. So, ich habe immer Angst, dass das dann in alle Richtungen fliegt. Schauen wir uns das mal an. Es ist grau. Die Milch ist grau. Die ist nicht weiß, die ist grau. Ich frage mich, warum die grau ist. Cashews, also Cashews, es ergibt doch eher so eine Cremefarbe und nicht grau. Naja, mal schauen. Hier ist meine graue Cashewmilch für 2,70 €. Natürlich schön vornehm halten bei dem Preis. Mal schauen. Wo schmecke ich da jetzt Cashew raus? Irgendwie schmecke ich keine Cashew. Es schmeckt irgendwie getreidig, aber es schmeckt im Abgang sehr getreidig. Also ich verstehe nicht ganz, was daran jetzt Cashew ist. Echt mal, wenn ich an Cashews denke, denke ich an einen komplett anderen Geschmack als das, was hier in diesem Getränk drin ist. Also es ist sehr schwierig zu beschreiben. Es schmeckt halt getreidig, aber es schmeckt dann auch wiederum nicht so getreidig wie Hafermilch oder Dinkelmilch. Mein persönlicher Erzfeind, die Dinkelmilch. Nee. Ich kann euch echt nicht sagen, wonach das schmeckt. Doch, es schmeckt so wie die Mandelmilch. Es schmeckt so wie die ungesüßte Mandelmilch von denen. Die schmeckt auch so komisch. Da habe ich auch schon gesagt, es schmeckt nicht nach Mandeln. Aber im Hintergrund geht gerade der Instant Pot, falls ihr das hört. Für den Spinat, der hoffentlich lecker sein wird. Weil wir jetzt gut, dann so. Ich weiß es nicht, es ist nicht mal schlecht. Ich kann euch jedenfalls sagen, dass ich nicht finde, dass es das Geld wert ist. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht für etwas, wovon ich nicht genau weiß, wonach es schmeckt und noch nicht genau weiß, ob ich es mag. Sie ist auf jeden Fall schön sämig, cremig. Das muss man ihr lassen. Nee, sorry, ich kann euch das echt nicht erzählen. Ich gucke auf diese Milch und sehe nur, wie ich sie mögen will, weil sie so teuer war, aber irgendwie, ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, auf gar keinen Fall. Da bleibe ich lieber bei der ungesüßten Sojamilch von Alpro oder bei selbstgemachter Nussmilch, für die man auch noch weniger Verpackungsmüll hat. Also, wie ihr hört, der Instant Pot piepst, der Instant Pot ist fertig. Ich hole jetzt den Spinat raus und hoffe, dass der gut schmecken wird. So, der Spinat, den habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Der sieht so aus. Das sind 550 Gramm. Das hat bei mir jetzt eine Schale ergeben. Ich habe ja irgendwie keinen Teller. Ich benutze immer nur die eine Schüssel, um zu essen. Und 550 Gramm. Und der ist halt mit Alpro gemacht. Es steht allerdings nicht, was jetzt genau mit Alpro. Ich vermute mit so einer Art Alpro Cuisine. Aber von den Zutaten her ist es halt viel weniger. Also es sind 80% Spinat, dann kommen 11% Alpro-Sojadrink, bestehend aus Wasser und Sojabohnen, nichts weiter. Dann Wasser, Rapsöl, Stärke, Salz, Pfeffer und Gewürze.
Hat auch, Rapsöl steht halt relativ weit hinten, hat 3,3 Gramm Fett auf 100 Gramm. Und obwohl es halt Öl ist, wollte ich es trotzdem probieren, weil das ist das, was ist, was man gut weiterempfehlen kann an Leute, die zum Beispiel veganen Rahmspinat suchen. Weil ich weiß, es gab früher bei Kaufland einen in so einem Block eingefroren und der hat halt sehr viel mehr Zutaten und den habe ich jetzt nicht mehr gesehen seit 2 Jahren gefühlt. Und da war halt Pflanzenfett drin und ich habe damals die Firma angerufen, die konnten mir halt nicht sagen, ob das Palmöl ist oder nicht. Und dann dachte ich schon so, okay, warum wisst ihr das jetzt nicht genau? Und hier weiß ich halt, dass kein Palmöl drin ist, hier weiß ich genau, was da drin ist und es ist sehr gut portionierbar, das steht hier auch drauf. Portionierbar und bei Iglo sind das ja immer so sehr, sehr kleine Dinger, das heißt, man kann es relativ genau portionieren, obwohl ich halt denke, so das ist eine Einzelportion für mich. Also warum sollte ich das noch portionieren wollen? Ich esse halt vielleicht mehr als die meisten Leute. Jedenfalls, er hat auch nur 52 Kalorien auf 100 Gramm, also es ist halt gar nichts. Es ist prinzipiell trotzdem noch Gemüse. Jedenfalls, er sieht halt aus, er ist halt genauso wie halt Rahmspinat. Und ich habe halt bis, ja, der von Kaufland hat relativ gut geschmeckt, hat auch wie Rahmspinat geschmeckt. Seitdem habe ich halt keinen veganen Rahmspinat gefunden und alle Versuche, den zu Hause zu machen, es hat halt nicht so geschmeckt. Es hat halt nicht wie Rahmspinat geschmeckt. Und deshalb bin ich bei dem jetzt sehr gespannt. Und hoffe, dass er nicht so heiß sein wird, wie er aussieht. Er ist heiß. Schmeckt aber gut. Schmeckt aber richtig gut. Der ist echt lecker. Und heiß. Und sehr heiß. Das schmeckt nach Rahmspinat, Leute. Ich finde, das schmeckt richtig nach Rahmspinat. Das ist genauso, wie ich Rahmspinat in Erinnerung habe. Okay, die Erinnerung ist 5,5 Jahre alt, aber ich kann mir normalerweise die meisten Geschmäcker noch relativ gut einprägen, bis auf verschiedene Fleischsachen. Da habe ich keine Ahnung mehr, wie das schmeckt. Ich weiß nicht mehr, wie Mortadella schmeckt oder so. Aber ich habe Rahmspinat immer so gerne gegessen. Ich habe sowieso als Kind Gemüse geliebt. Ich habe Gemüse gefressen wie sonst was. Und deshalb weiß ich noch genau, wie Rahmspinat schmeckt. Und das kommt ihm schon ziemlich, ziemlich nahe. Also es hat halt, es ist halt nicht ganz so süß wie Rahmspinat. Da ist ja auch, ist da Zucker zugesetzt? Ich glaube nicht. Nein, da ist kein Zucker zugesetzt. Man hat ja in normaler Milch, hat man ja Laktose-Milchzucker. Das kommt mir schon echt nah. Und was ich natürlich liebe, ist, dass sie es nicht nur Spinat mit Alpro nennen, sondern dass hier dick und fett draufsteht, dass es vegan ist. Und dass hier unten nochmal draufsteht, dass es vegan ist. Und dass hier draufsteht, geeignet für eine vegane Ernährung. Also, das ist, ja, ne, so von noch so vor ein paar Jahren, hahaha, Veganismus, das setzt sich eh nie durch. Hier steht sogar nochmal veganer Spinat mit Soja drin, tiefgefroren. Das heißt, da steht jetzt 1, 2, 3, 4 Mal auf dieser Verpackung drauf, dass das Zeug vegan ist. Und vor einigen Jahren wurden wir noch belächelt. Also, nein, öfter, sogar 5 Mal. Cool. Echt cool. Also den kann ich wirklich empfehlen, wenn jemand Probleme hat, irgendwie Rahmspinat aufzugeben oder jemanden kennt, der gerne mal Rahmspinat ausprobieren möchte, der vegan ist. Das wäre was für meine Mutter. Das wäre richtig was für meine Mutter. Kann ich empfehlen, probiert den mal aus. Wie gesagt, ich gucke, ob ich den Preis noch finde. Ich glaube, es war irgendwas mit 2 Euro noch was oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal nachgucken. Jedenfalls, das ist ein cooles Produkt und danke dafür, Iglo. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Das geht hier mit der Bubble, mit meinem Kopf drauf. Irgendwie gruselig, dass jetzt 2 Köpfe von mir nebeneinander sind. Dann verpasst ihr keines meiner Videos. Und weil YouTube das so praktisch gemacht hat, könnt ihr auch unter meinem Kanalnamen mich abonnieren. Und dann müsst ihr noch die Glocke daneben anhaken und in dem Fenster, das dann aufpoppt, sagen, dass ihr noch benachrichtigt werden wollt. YouTube macht es sehr einfach im Jahr 2017, ne? Ja, schöne neue YouTube-Welt. Jedenfalls, ich freue mich immer, wenn ihr Videos von mir guckt, wenn ihr einschaltet und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt von Produkten, die ich noch testen könnte, weil ihr die zum Beispiel gruselig findet und ihr die nicht essen wollt und wollt, dass ich die probiere. Ich probiere alles, bis auf Durian oder bis auf was, was nach Fisch schmeckt, weil ich das richtig eklig finde. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute.